Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Daily Vlog. Mein Akku blinkt. Ich habe heute eigentlich noch gar nicht so direkt was geplant. Heute Abend werde ich mit einem Kumpel ein bisschen Drohne fliegen und ein bisschen fotografieren gehen mit Aaron. Ich glaube, der war noch nicht im Video. Der selber will, glaube ich, auch nicht rein, aber wir machen ein paar geile Cinematics. Der hat eine 80D und einen 18-35er Sigma Objektiv, was ein sehr, sehr geiles und sehr, sehr scharfes Objektiv ist. Ist auch eine F1.8er Blende, also kann ich euch nachher mal ein paar Eindrücke zeigen. Wie gesagt, wir gehen heute Abend ein bisschen Drohne fliegen und ein bisschen damit filmen. Und jetzt kommt gleich Nils vorbei. Denn ich bekomme neue AirPods, beziehungsweise meine AirPods sind kaputt. Der eine verbindet sich einfach nicht mehr richtig, beziehungsweise auf dem einen kommt kein Sound mehr und allgemein sind die sehr leise und so. Und wir waren ja vorgestern im Apple Store und dann habe ich das denen gezeigt, dann meinten die, ja. An der Stelle war dann der Akku leer. Also auf jeden Fall meinten die, ich kriege kostenlos die beiden AirPods ersetzt, weil die ja noch in der Garantie sind. Und dadurch, dass wir nach Sindelfingen, ich glaube eine Stunde, anderthalb gefahren sind, hat Nils gesagt, yo, ich fahre nachher kurz mit dem Motorrad vorbei. Der ist ja schon 17 und kann Motorrad fahren. Und holt er die ab und der kommt jetzt gleich vorbei, holt meine alten ab und bringt mir dann meine neuen wieder. Bring mir sie heil wieder. Und viel Spaß beim Apple Store. Jo, genau, ich fahre jetzt hier los beim Flo und zum Apple Store, das dritte Mal diese Woche. Ja, ich hoffe, dass du nicht rausgeworfen wirst. Einmal Apple Store. Jetzt geht's rein, die Dinge austauschen. Und genau. Also der Flo hat jetzt neue AirPods von der Frau, die ein neues Handy geschenkt hat. Und ich fahre jetzt wieder heim. Genau. Da sind sie wieder, Dankeschön. Und? Ui, die sehen aber neu aus. Ja, aber dann müssen wir die jetzt erstmal aufladen und dann können wir sie testen. Genau. Also auf Empfehlung von meinem Kameramann Nils, der jetzt übrigens mit meinen AirPods wieder back ist, gehen wir heute mal zum besten Crepe-Laden bzw. zum besten Crepe-Stand in Stuttgart. Du sagst, es sind die besten Crepes in Stuttgart. Ja. Schauen wir jetzt mal, wie die schmecken. Das ist Nutella. Ja, was nimmst du? Ich nehme Nutella und Zimt Zucker, bitte. Okay. Und ich nur Nutella, bitte. Einmal Crepe für Flo. Vielen Dank. Achso. Dankeschön. Tschüss. Schönen Tag. Ciao. Wir haben jetzt hier Crepes geholt. Und wie gesagt, Nils meint, es wären die besten, die es in Stuttgart gibt. Sie sind gerade noch heiß. Ich denke, wir warten noch ganz kurz, bis sie ein bisschen abgekühlt sind. Aber ich habe Nutella genommen, du mit Zimt und Zucker. Und Nutella. Und Nutella, stimmt. Aber. Und jetzt gehen wir immer noch ein bisschen durch die Stadt. Und dann gibt es einen Taste-Test von dem Crepe. Crepe. Also willkommen zum Taste-Test. Ich lasse die Sonnenbrille am besten auf. Wir haben jetzt hier uns so einen Platz auf der Königstraße gesucht. Will ich mal den Crepe. Ich hoffe nicht, dass ich mir jetzt gleich den Mund verbrenne. Yo, war schon mal richtig knusprig. Die hat das Achievement. Das ist der beste Crepe in Stuttgart. Definitiv. Richtig lecker, Junge. Checkt mal diesen Crepe. Ich blende euch hier mal eine Karte ein, wo dieser Stand ist, weil ich weiß nicht, ob ihr den so findet. Das ist nämlich so ein kleiner Stand wie so ein Backhaus, wo Crepes drüber steht. Wie gesagt, ich markiere euch das mal hier in der Karte drin, wo der ist. Und wenn ihr mal in Stuttgart seid, der ist direkt neben dem Bahnhof, also wenn ihr dann irgendwie auf dem Zug wartet oder so, geht da mal vorbei und holt euch einen Crepe. Ist sehr empfehlenswert. Du hast du überhaupt Geld? Besitzt du sowas? Ich hab kein Kleingeld mehr. Oh. Und 10er zahlen. 10er, rich kid. Boah, hat mein ganzes Kleingeld für heute losgeworden. Übel Genius. Jetzt hast du kein Geld mehr. Kein Kleingeld mehr, aber nur noch Scheine. Also, wir gehen jetzt noch auf die Königstraße und mal sehen, was wir da noch so machen. Heute Abend gehe ich, wie gesagt, noch mit Aaron was filmen bzw. eine Drohne fliegen. Weil der hat einen 18-35er, F1.8 Sigma, mit einer 80D. Mega geil aus, aber jetzt schauen wir erstmal so, was wir in der Stadt machen. Und ich trinke jetzt erstmal meinen Panda. Die hatten ja keine Apfelschorle da. Lecker! Fanta, jetzt im Kühlregal. Produktplatzierung. Ciao, man sieht sich. Bis morgen. Ja. Ich telefoniere nochmal. Ja. Wegen den Tickets nach München. Und ob es Sven geht. Genau. Ciao, Flo. Ciao. Also, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Und heute grill ich mal. Ich würde mal sagen, es raucht schon, das sind schon die besten Voraussetzungen, wenn es schon mal raucht, bevor ich angefangen habe zu kochen, beziehungsweise grillen. Heute gibt es Steak, ich glaube, wir legen das jetzt hier erstmal drauf. Ich mache das jetzt erstmal auf.
Also Verpackung aufmachen kann ich schon mal. Oh, hoi, hoi, legen wir hier mal auf die Seite. Brutz, brutzelt schon. Aber soll ich alles drauf machen? So, was haben wir hier? Meistergrill, ja, von Meistergrill, super. Ich scheitere schon meistens beim Aufmachen von den Packungen. Oh, ein paar Nürnberger, die gehen ja mal voll ab. So, das Essen hat sehr gut geschmeckt, ich muss sagen, Flo, der Meisterkoch, hat wieder ein gesundes und gutes Mahl gezaubert. Allerdings sind wir jetzt hier nicht zu essen, denn ich bin mit Aaron wieder unterwegs, folgt ihm auf Instagram, ist unten natürlich wie immer verlinkt, wer heute im Vlog dabei war. Und wir sind jetzt hier auf so einer riesen, nicen Wiese. Da ganz, ganz hinten war ich im zweiten oder dritten Vlog letztens mal noch Drohne fliegen. Allerdings waren die Cinematics, glaube ich, nicht so heftig. Und wisst ihr, was wir dabei haben? Wir haben ein 18 bis 35 mm von Sigma dabei, F1.8er Blende. Und ich habe auch einen Adapter für meine Vlog-Kamera dabei. Da können wir vielleicht nachher noch ein paar geile Cinematics machen. Außerdem haben wir noch eine 80D dabei. Und wir schauen uns mal, was hier noch so geht. Und wie gesagt, wir fliegen gleich mal noch eine Runde Drohne. Allerdings warten wir erstmal noch, bis die Sonne ein bisschen tiefer ist und fliegen dann im Sonnenuntergang. Also ich habe jetzt hier die Canon EOS M10, was ja eigentlich eine relativ kleine Kamera ist und meine Hauptvlog-Kamera ist. Und das 18 bis 35er Sigma F1.8 Objektiv, was so quasi das Objektiv unter den Objektiven ist, was man an der 700D theoretisch benutzen kann und eben auch an der RED. Einfach geiles Objektiv ist, sehr lichtstark und vor allem auch eine extreme Schärfe, hat eine Schärfe von einer Festbrennweite. Für die Leute, wo sich mit Kameras nicht auskennen, ist ein geiles Objektiv für die Leute, wo sich auskennen. Wir wissen jetzt Bescheid und ich würde sagen, wir schauen mal direkt auf die auf meine M10, wie die sich mit dem Objektiv schlägt und ich schalte mal jetzt kurz auf die M10. Hier im Hintergrund ist noch so ein kleiner Lensflare. Sieht natürlich jetzt schon sehr cinematisch aus und wie gesagt, wenn man relativ nah bzw. eine relativ hohe Brennweite bei dem Objektiv verwendet, hat man extrem nices Bokeh. Hier hat man schon so ein bisschen Bokeh und wie gesagt, halt der Lensflare spiegelt sich ja extrem geil im Objektiv gerade. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal, sagen wir meine Apple Watch nehmen, hat man hier einfach extrem nices und extrem schönes Bokeh. Ist leider sehr, sehr teuer. Preispunkt, glaube ich, bei 600 bis 900 Euro, schwenkt immer ein bisschen. Aber ich habe euch ja vorhin schon die Drohnen. Oh, da fliegt jemand Modellflugzeug. Lol, ich habe ja vorhin euch schon die Drohnenaufnahmen versprochen und die bekommt ihr jetzt. Mit diesem Video bzw. diesem Daily Vlog gewesen sein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich hoffe, euch haben die Cinematics jetzt gerade gut gefallen. Wir haben ja, wie gesagt, auch ein bisschen mit der Drohne gefilmt. Auch mit dem Monster-Objektiv, mit dem krassen Objektiv, was ich ja auch auf der M10 drauf hatte, haben wir mit der 80D noch ein bisschen gefilmt. Und weil es extrem chillig, wir sehen uns morgen wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Teilt dieses Video mit euren Freunden und bis morgen. Ciao.